Prinz Harry plus Herzogin Meghan, wie jetzt Dampf ablassen wollen. Seit Dezember vergangenen Jahres stehen Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, im medialen Fokus. Nach der Veröffentlichung ihrer Netflix-Doku und Harrys Memoiren Spare, DT. Doppelpunkt, Reserve, hat der Herzog von Sussex zudem einige Interviews gegeben, in denen er zusätzlich Kritik an der Royal Family geübt hat. Vor kurzem wurde das Paar dann nach längerer Zeit wieder bei einer Date Night gesichtet, genau zu der Zeit, als bekannt wurde, dass sie das Frogmore Cottage in Großbritannien räumen müssen. Über das Timing ihres Rendezvous lässt sich streiten, dennoch wollen die Sussexes Quellen zufolge in Zukunft mehr Zeit zu zweit verbringen. Am 1. März 2023 bestätigte ein Sprecher der Sussexes, dass das Paar aufgefordert wurde, seine alte Residenz in Großbritannien aufzugeben. Kurz darauf verbrachten Harry und Meghan eine romantische Date Night in dem exklusiven Restaurant San Vicente Bungalows in Los Angeles. Die Aussteiger-Royals machten einen gut gelaunten Eindruck, strahlten, als sie gesichtet wurden. Körpersprache-Expertin Judy James hielt dies keineswegs für einen Zufall. Die Reaktion von Harry und Meghan scheint eine bewusste Projektion von nonverbalem Achselzucken zu sein. Das heißt ein breites Lächeln und Lachen angesichts der jüngsten Frogmore-Nachrichten. Anführungszeichen. Insider behaupten nun allerdings, dass Harry und Meghan solche Rendezvous als Ausgleich neben ihren Auftritten, sozialen Engagements und der Erziehung ihrer Kinder Archie, 3, und Lilibet, 1, bräuchten. Sie haben versucht, mehr Zeit für diese Art von Verabredungen zu finden, was angesichts ihrer intensiven Zeitpläne nicht einfach ist, sagt eine Quelle gegenüber Us Weekly. Es heißt, dass es wichtig war, eine Botschaft zu senden, dass sie nicht verunsichert sind oder sich von der Frogmore-Situation nicht unterkriegen lassen, räumt die Quelle jedoch ein. Dennoch habe die Zweisamkeit dem Paar äußerst gut getan, sie haben sich in einer lustigen Umgebung ausgetobt und hatten viel Spaß. Es war ein dringend notwendiger Ausflug, um Dampf abzulassen und wieder Spaß zu haben. Gut möglich also, dass Harry und Meghan auch in Zukunft regelmäßiger auf Date Nights setzen, um ihre Beziehung zu pflegen. Verwendete Quelle: usmagazine.com.